Herzlich willkommen zu einem Podcast der Dresdner Musikfestspiele. Diesmal mit einer Konzertankündigung für Donnerstag, den 19. Mai, mit dem St. Lawrence String Quartet. Um 20 Uhr wird das kanadische Ensemble in der Annenkirche die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze von Joseph Haydn aufführen und damit unter Beweis stellen, dass es nicht zwangsläufig ein großes Orchester braucht, um einen eindringlichen Konzertabend zu gestalten. ...1785 hat Joseph Haydn sein abendfüllendes Werk komponiert, zunächst für Orchester. Zwei Jahre später, 1787, schrieb er davon auch eine Fassung für Streichquartett. Wie meisterlich Haydn gerade diese Gattung beherrscht hatte, bestätigte kein geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart, indem er sagte: Von Haydn habe er gelernt, wie man Quartetten macht. Haydns Name war damals nicht nur in Wien, London oder Paris in aller Munde. Von einem Domherrn aus dem spanischen Cadiz erreichte ihn ein ganz besonderer Auftrag, den der Komponist folgendermaßen beschrieb: Ich wurde ersucht, eine Instrumentalmusik auf die sieben Worte Jesu am Kreuze zu verfertigen. Man pflegte damals alle Jahre während der Fastenzeit in der Kirche ein Oratorium aufzuführen. Die Wände, Fenster und Pfeiler der Kirche waren nämlich mit schwarzem Tuch überzogen und nur eine in der Mitte hängende große Lampe erleuchtete das heilige Dunkel. Zur Mittagsstunde wurden alle Türen geschlossen. Nach einem zweckmäßigen Vorspiele bestieg der Bischof die Kanzel, sprach eines der sieben Worte aus und stellte eine Betrachtung darüber an. So wie sie geendigt war, stieg er von der Kanzel herab und fiel kniend vor dem Altare nieder. Die Pause wurde von der Musik ausgefüllt. Der Bischof betrat und verließ zum zweiten, dritten Mal und so weiter die Kanzel, und jedes Mal fiel das Orchester nach dem Schlusse der Rede wieder ein. Dieser Darstellung musste meine Komposition angemessen sein. Die Aufgabe, sieben Adagios, von denen jedes 10 Minuten dauern sollte, aufeinander folgen zu lassen, ohne den Zuhörer zu ermüden, war keine von den leichtesten. Soweit Joseph Haydn. Den ungewöhnlichen Auftrag löste der Komponist mit sieben empfindungsreichen Instrumentalsonaten auf jedes Christuswort. Haydn schrieb die sieben Sonaten abwechselnd in Dur und Moll und entwickelte das Hauptthema jeder Sonate aus dem sprachlichen Duktus des zugehörigen lateinischen Christuswortes. Umrahmt sind diese Sonaten mit einer Introduktion und einem abschließenden Presto, mit der Überschrift Il Terremoto, das Erdbeben. Dass Joseph Haydn sein Werk für sehr gelungen hielt und an seiner Verbreitung interessiert war, wird schon daran deutlich, dass er nicht nur die Orchester- und Streichquartettfassungen sowie einen von fremder Hand angefertigten Klavierauszug umgehend verlegen ließ. 13 Jahre später erweiterte er die Partitur zu einem Oratorium für 4 Soli, Chor und Orchester. Am 19. Mai erklingt in der Annenkirche die wohl intimste Fassung dieses Werkes.